Jo Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch den Afterpatch für den Giftcast of Friends Glitch zeigen. Ja, da ja Rockstar Games leider den letzten Giftcast of Friends ziemlich schnell gepatcht hat. Ich glaube jetzt sogar nach knapp 3 Tagen haben sie den schon gepatcht. Aber ja, es gibt auf jeden Fall schon direkt einen Afterpatch und den möchte ich heute mal präsentieren. Und zwar sind eigentlich alle Schritte genauso gleich wie zuvor auch. Nur, ihr bekommt halt am Ende einen unendlichen Ladescreen, wenn ihr in die MOC reingeht. Und dann müsst ihr einfach nur einen Freund im anderen Zehnbus beitreten. Aber dazu kommen wir auf jeden Fall gleich. Was braucht ihr dafür? Ihr braucht dafür auf jeden Fall einen Freund, der euch ein Auto zur Verfügung stellt, das Auto, was ihr halt haben wollt. Ebenso braucht ihr dann halt eine MOC. In der MOC sollte sich dann entweder ein Elegy sich drin befinden oder halt ein Auto, was ihr nicht mehr benötigt, weil das Auto, das werdet ihr verlieren und das werdet ihr dann halt gegen das Auto eintauschen, was ihr dann halt jetzt von eurem Freund bekommt. Und ja, ebenso solltet ihr dann ins freie Zielen am besten reingehen. Freie Zielen stellt ihr euch in der Story ein, dann geht ihr auf Steuerung und dann könnt ihr Zielmodus auf freies Zielen einstellen. Denn ihr müsst dann hinterher einen Freund im anderen Zielmodus beitreten. Wenn ihr das alles soweit vorbereitet habt, dann können wir auch schon direkt losstarten. Geht einfach mit eurem Freund in euer Auto rein. Ganz wichtig, ihr müsst euren Fahrzeugzugang müsst ihr auf Beifahrer stellen. So, wenn ihr an der MOC rangefahren seid, drückt ihr einfach Steuerkreuz nach rechts, nehmt die Fahrzeugmeldung, Vollmeldung an. Wenn euer Freund ausgestiegen ist, geht er aus dem Pausenmenü wieder raus. Euer Freund muss er halt wieder im Pausenmenü verweilen. Wenn er aus dem Pausenmenü wieder rausgegangen ist, dann steigt euer Freund wieder ein und geht dann in die Franklin-Meldung rein. Ihr fahrt einfach ein paar Meter zurück, so dass ihr den blauen Kreis bekommt, wenn ihr aussteigt. Ihr geht dann auch einmal ganz kurz in die Franklin-Meldung rein, so für 4 bis 5 Sekunden. Geht dann aus der Franklin-Meldung raus, lauft dann einmal zur MOC hin, drückt dann auf alleine eintreten mit nahen Freunden und Crewmitgliedern. Geht ihr einmal auf Options und dann geht ihr wieder zurück, habt ihr den Ladekreis. Habt ihr gesehen, ihr müsst dann einmal auf Options gehen, wieder zurück, dann habt ihr den schwarzen Balken oben links. Also in der MOC beigetreten, werdet ihr sehen, ihr habt jetzt einen unendlichen Ladebildschirm und um in den unendlichen Ladebildschirm jetzt rauszukommen, kommt jetzt einfach ein Freund ins Spiel, der sich in einem anderen Zielmodus befindet. Deswegen sind wir auch am Anfang in einen anderen Zielmodus gegangen, das heißt ins freie Ziel sind wir reingegangen. So, wir suchen uns jetzt einfach irgendeinen Spieler raus, weil die meisten, die halten sich in der... So, die erste Meldung, wenn die kommt, dann nochmal Doppel-PSN drücken, dann treten wir eben nochmal bei. Die zweite Meldung lehnen wir ab und schon können wir uns wieder bewegen. Als nächstes gehen wir dann zur Karre hin. Steigen ein und fahren einfach ein paar Meter rum. So wie ihr es auch schon vom letzten Glitch her kennt. So, und ihr seht, wir haben jetzt einen schwarzen Bildschirm, Ladevorgang. Jetzt müssen wir in die MOC reingeportet werden. Das ist auf jeden Fall perfekt. Das Auto ist aber jetzt noch nicht uns. Wir müssen jetzt einfach nur einsteigen. Einmal aus die MOC raus. Ja, und jetzt ist das Auto auf jeden Fall uns. Hier ist unsere Kopie. Hier steht das Auto noch von unserem Freund, was wir uns gerade gezogen haben. Und ja Leute, das war es auf jeden Fall schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.